Herzlich willkommen. Wir wollen heute mal einen Apfelkuchen backen mit Streuseln. Und dazu habe ich Folgendes vorbereitet: 200 Gramm normales Mehl, 100 Gramm Margarine, 100 Gramm Zucker, ein Backpulver und ein Ei. Das wird also der Boden von unserem Kuchen. Anschließend geben wir alles in die Rührschüssel und verrühren es zum glatten Teig. So, das Mehl, die Margarine und das Ei habe ich schon in die Rührschüssel rein. Jetzt gebe ich also noch ein Backpulver dazu. Und den Zucker. Anschließend kneten wir den Teig kurz durch und in der Zwischenzeit können wir eine runde Springform vorbereiten. Innen etwas einfetten, etwas mit Margarine oder mit Butter, so dass der Kuchen nicht kleben bleibt. Danach geben wir den Teig in die Form, verteilen ihn und ziehen ihn am Rand etwas hoch. Anschließend brauchen wir für den Belag 3 oder 4 Äpfel. Anschließend schälen wir diese und danach achteln wir die Äpfel. So, anschließend möchte ich noch Streusel auf meinen Kuchen machen. Dazu habe ich 150 Gramm Margarine, 150 Gramm Zucker und 150 Gramm Mehl in meine Rührschüssel gegeben. Das verrühre ich kurz und anschließend gebe ich so lange Mehl dazu, bis die Streusel feinperlig sind. Wie gesagt, dann noch etwas Mehl dazu, so lange bis die Streusel fein perlen. Meistens muss man ein bisschen mehr dazu geben, also schon 3 bis 4 Esslöffel. So, jetzt gefallen mir die Streusel. Anschließend geben wir die Streusel auf den Kuchen. Dann heizen wir den Backofen vor bei 180 Grad Celsius. Und nach einer Stunde schauen wir, ob der Kuchen fertig ist.